Nee. Ja, ich habe meine Shotgun abgelegt. Heulen wieder hier. Ist tot? Sehr schön. Das Vieh ist tot. Ja, genau. Wieder auf Vorsicht. Herrlich. Ja, das nehmen wir mit. So. Ich will mal eben hier hoch. Da muss man doch hoch können. Oder? Ne, da kann man definitiv nicht hoch. Aber wie soll ich denn die Kupplung lösen? Ey, Leute. Ich gehe jetzt hier hoch. Also. Was tun, sprach Zeus und verschwand in der Wand. Ja. Also ich werde natürlich jetzt das hier auf jeden Fall noch in diesem Part so zu Ende zu bringen. Ja, danke. Was hast du denn? Hey, you! Was hast du mir jetzt gegeben? Wenigstens Dolles, ne? Ach, behalt dein grünes Kraut doch. Mir ist das doch mittlerweile wurscht. Messer will ich nicht. Da bringt uns das auch herzlich wenig, ne? Ah. Telefon ist kaputt. Wo kann ich denn noch was machen? Wo kann ich noch irgendwas machen? Ist nicht einfach, oder? Also ich bin gerade so ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Joa. Ach, nö. Mal eben kurz in den Kontrollraum rein. Da noch irgendwas? Da haben wir doch das zu bedienen. Vielleicht kann ich das umschalten da irgendwie. Ach, vielleicht kann ich hier die, so eine Sprinkleranlage oder so anmachen. Das wäre mal noch eine Idee, die ich jetzt so hätte. Blinkt. Ja. Das ist schön, dass das blinkt. Oh, was ist das denn? Oh, Recovery. Wechsel mit dem. Und was bringt das? Ach so, toll. Das war jetzt alles, ja. Ich dachte, ich hätte noch was Tolles gefunden. Vielleicht müssen wir doch irgendwo diese komischen Rohre reparieren. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Oh, da ist auch ein rotes Kraut. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das sollten wir nochmal eben machen. Das kombinieren mit dem. So. Und dann holen wir unsere Patron wieder nach vorne. Okay. Wir sind ja so gesehen nicht schlecht ausgestattet. Ich müsste nur irgendwie herausfinden, wie wir jetzt weiterkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Cutscene da ganz umsonst gewesen sein soll. Das hat schon irgendwas zu sagen gehabt, auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir nochmal in diesen einen Raum was machen. Es gab auch immer noch diesen einen Raum, der abgesperrt ist, ne? Kevin! Erstmal hier nochmal gucken. Ja, und dann gab es unten im Untergeschoss noch einen Raum, der abgeschlossen war. Bei dem Ventilgriff da. Da gab es noch einen Raum. Nee, den finde ich ja gar nicht. Also ich verspreche euch, das wird definitiv der letzte Part. Bereits erledigt, muss nicht angefasst werden. Kenne ich schon, gibt's nichts zu lesen. So, Desk, was haben wir denn hier noch alles Schönes? Was ist das letzte gewesen? Company. Rohr im Pumpenraum ersetzen. Verschiedenes Rohr reparieren. Ja, genau. Wo ist denn der Pumpenraum? Stopp für Toilettenunterbrechung. Ist das, wenn ich die Sprinkleranlage funktioniert nicht? Ah, okay.
Das müssen wir also machen. Wo ist der Pumpenraum? Gut, dass ich es nochmal gelesen habe. Der Pumpenraum, der Pumpenraum, der Pumpenraum, der Pumpenraum, der Pumpenraum. Der kann ja nur da unten gewesen sein, ne? Ich guck nochmal unten in das Untergeschoss. Das nützt ja alles nichts. Ich muss den Pumpenraum finden, den flicken. Das Band dafür haben wir. Und dann kann ich die Sprinkleranlage anmachen. Hallo. Hüpf, Häschen, hüpf. So. Treppen. Ja, hier lebt auch noch so ein Viech, ich weiß. Also, solange ich nicht vergiftet werde, ist eigentlich alles gut. Gut, klar, meine Virusanzeige, die erhöht sich. Ach, richtig, hier war ja auch noch ein Teil. Habe ich noch? Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges da liegen lassen jetzt. Ich hoffe mal nicht. Gut, lass ich das da. Ich glaube, ich lasse den erstmal hier rumkrabbeln, oder? Wenn ich mich erstmal mit dem anlege und schieße, dann habe ich, glaube ich, eine. Ja. Dann ist die Chance, dass ich vergiftet werde, noch höher, würde ich sagen. Ich sehe aber nicht vergiftet aus gerade, oder? Ich weiß es nicht. So. Zweites Untergeschoss Übergang. Zweites Untergeschoss Übergang, Alter. Klar. Wir sind auf okay. Ich will den Einschuss noch eben loswerden und dann kann ich dich wegschmeißen. Meine Idee ist gerade. Ja, ist der Pumpenraum hier unten, oder? Wahrscheinlich ist das der Pumpenraum. Ich wollte doch nur schießen. Nein, nicht gut. Oh, ich komm vorbei. Ach, das ist der Pumpenraum. Ist das der Pumpenraum? Das ist der Pumpenraum. Und hier war ich doch schon mal. Auch mit Band, oder? Nee, mit Band glaube ich nicht. Aber hier muss ich das Rohr reparieren. Wo ist es denn? Ah. Ja, ist klar. Nein, 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 nein. Ah, lass mich weg. Ah, ich sehe das Rohr kaputt. Ich sehe das Rohr kaputt. Alter, ich sehe das Rohr kaputt. Dreh dich. Oh, fuck. Ich hab doch geschossen. Geh weg. Ja. Meine Güte. Bengel, löst dich auf. Was ist das? Ja, ich brauche das Ventil nicht nochmal drehen. Alter Schwede. So. Jetzt lass mich das Rohr reparieren hier. Okay. Wasser leckt hindurch. Wechseln mit dem. Und. Ja, ich weiß. Und den benutzen. Ja, schick gemacht hast du das, Joko. Und jetzt kann ich die Sprinkleranlage irgendwie anmachen. Oder muss ich das wieder. Ich sag nicht, ich muss das Rohr nochmal da oben benutzen, das Ventildingen. Das wäre schlecht. Aber den wechsle ich nochmal auf den Platz. Oder. Das muss ich mir jetzt extra einen neuen Griff wiederholen. Blöd, ne? Irgendwas passt hier rein. Auch geil. Durch das. Ja. Ja, ja, ich muss es jetzt wahrscheinlich wieder andrehen, denn jetzt ist ja das Rohr geschlossen. Das heißt, ich muss aber zu den Raum mit den Krabbelfiechern wieder rein, weil da liegen die ganzen Ventile rum. Na gut, nützt ja alles nichts. Machen wir das. Auf jeden Fall sehe ich ein Vorankommen. So, oder ist es nicht der hier? Das ist hier der andere Teil. Ach, ein Ventilgriff. Danke. Ich brauche nicht in den Raum mit den Viechern. Hallo? Gut, dass ich den hier abgelegt habe letztes Mal. Das hilft natürlich ungemein jetzt. Jetzt brauche ich nicht, mich von diesen komischen Zecken da fressen zu lassen. Dann wäre ich gleich wieder vergiftet gewesen. Okay. Dann wieder nach oben und das Rohr drehen. Beziehungsweise die Maschine hier den Griff drehen soll. So.
So, da muss ich jetzt nur noch lebend hinkommen. Das machen wir aber auf jeden Fall noch in dieser Session. Ein paar Minuten haben wir noch. Und sonst überziehe ich halt ein bisschen. Das möchte ich ganz gerne nochmal eben erledigen. Ich möchte wissen, was da jetzt los ist. So. Wie sind wir ausgerüstet? Ventilgriff kann mich, glaube ich, mal. Wir machen das mal so. Und laden nochmal nach. Okay, und jetzt irgendwie durchrennen, ohne sich von irgendwas da anfressen zu lassen. Der Weg ist nicht gerade kurz. Ja. Muss ich mich irgendwie durchmogeln, das klappt schon. Es könnte gut sein, dass mich ein Südviech erwischt, ja. Nimm diesen Weg, der ist kürzer. Oh, das ist ein erster Hilfespray. Habe ich noch Platz? Warte mal. Nee. Das heißt, den brauchen wir nicht mehr. Sag ich jetzt einfach mal so. Pass auf. Zack. Okay. Dann nehme ich doch lieber einen Erste-Hilfe-Spray. Wir haben drei volle Heilungen jetzt dabei. Da ist noch ein rotes Kraut, aber will ich jetzt nicht. Und ich weiß ja nicht, also im ersten Szenario war es so, dass es immer am Schluss eines Szenarios einen Endboss gab. Das wird hier wahrscheinlich auch so sein. Im ersten Szenario wäre es der Elefant gewesen, glaube ich. Oder ein Löwe. Meine Güte. Danke. Ja, kippt mich um. Kann nichts machen. Verschwinde. Oh ja, genau, schieb mich in den Ausgang. Auch eine Idee. Lass mich doch einfach zufrieden. Ich tu dir doch auch nichts. Na gut, ich habe dich angeschossen. Aber da habe ich mich einfach nur verteidigt. Ich mag diese Zeckendinger einfach nicht. Können nicht ganz normale Zombies einfach hier rumlaufen? Ja, genau, der nächste. Ja, genau. Ja, jetzt ist lustig. Jetzt ist lustig. Ist glaube ich weg. Nein. Kein Bock mehr. Nee, ist nicht. Nein. Nein. Ich habe Nein gesagt. Ja, genau. Komm, lass mich ins Menü gehen. Lass mich ins Menü gehen. Vergiftet bin ich jetzt sowieso. Das nehmen wir noch mal mit. Schrubber will ich nicht. Ich habe mich eigentlich schon tot gehen sehen, aber egal. Ich habe mich irgendwie noch halbwegs gerettet. Aber sollte ich das jetzt nicht überleben, ist auch egal. Ich spiele es nochmal eben bis zum Tod, denke ich. Und ansonsten beenden wir das Szenario in der nächsten Session. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich Wurst. Das wird jetzt hier noch versucht. Ein Erste-Hilfe-Spray habe ich noch. Ist schon ein bisschen merkwürdig hier alles, ne? Man ist schon gut durchdacht, das will ich nicht sagen. Beim Nachladen. Ja, gegen den giftigen Zustand kann ich gerade nichts tun. Ich habe kein blaues Kraut. So, hier ist die Bahn. Da hinten müssten wir jetzt hin können. Da ist das Feuer jetzt weg. So. Hoch. Sollte Schwarztrauch nicht näher kommen. Okay. Irgendwas muss hier sein, ne? Aha. Das ist also das andere. Okay. Das sollte jetzt mal einer wissen. Wir brauchen zwei verschiedene.
warum gibt es dann überhaupt, warum kann ich dann überhaupt zwei nehmen? Oder war das ein Bug, dass ich zwei nehmen konnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht, Leute, haben wir jetzt das Szenario beendet, aber ich gehe stark davon aus, dass es gleich noch einen Endkampf bevorsteht und ich werde den in meinem Zustand, glaube ich, nicht schaffen. Wir werden es sehen.